ist gar nicht so viel, nee, da holt man nur extrem viel Leistung mit raus, Quatsch, aber sonst ist es voll in Ordnung. Nee, das reicht mir, mehr muss ich an der Kiste nicht haben. Der geht so gut vorwärts und ist mehr als gut, also der Wagen wandert über die Straße, das ist krank. Und das reicht auf jeden Fall so. So, komm, ich hab doch kaufen gedrückt, danke. So. Mehr will ich dem nicht antun, weil er geht gut voran. Ich glaube, man könnte vom R8 den Motor reinbauen, schätze ich mal, ne? Ja, 5,2 Liter V10 ist der 8 Motor. Könnte man machen, machen wir aber nicht, das ist Schwachsinn. Weil der normale R6 Motor auch vollkommen